Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier im wunderschönen Delfino 1977 Falkenstein. Genau. Ja, du hast gerade den Schriftzug Falkenstein direkt im Gesicht. Echt? Wo? Wo? Ich sehe nicht. Okay, wollen wir Wir noch sind immer noch weiterreisen im oder? Nirgendwo. Immer noch im Wir Nirgendwo. könnten über den Berg gehen oder wir gehen nach Norden zu dem Meer. Ist das Norden? Westen? Nein. Norden. Genau. Dann lass uns mal zu dem Meer gehen, nach Norden. Vielleicht können wir da irgendwie herumschiefen. Aber es sieht eher aus, als wenn das ein See ist, oder? Ja. Schauen wir mal. Nee, es könnte ein Meer sein. Unter Umständen. Es ist ein Meer. Siehst, können wir von hier weiterfahren. Mal wieder ein paar Meter machen. So, und Dann folge ich. jip. Einmal Vollgas. Weil sonst hätten wir wieder über den Berg klettern müssen. Oh, hier vulkanische Aktivität hier auf Ich dem sehe kleinen es. Berg. Ich sehe es. Dim, 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 dim. Ich sag's, ich will irgendwas finden. Irgendwas. Ah, du wirst wieder, wir werden zurückgesetzt. Wir müssen mit irgendwas nach Hause kommen. Mit irgendwelchen Schätzen auf jeden Fall, ja. Ja, wobei, ein paar Schätze hätten wir. Wir haben ja eine Festung geplündert. Stimmt. Aber vielleicht sonst irgendwas noch. Irgendwas richtig Tolles. Genau. Auch wenn es ein neues Dorf ist. Ja. Da hat es ordentlich den Sand hingeweht. Echt gut aus, ne? Ich glaube, wir müssen rechts wieder, oder? Ja. Hier vorbei. Immer noch alleine auf Server. Jupp. Hier, ich würde sehen. Ich habe die Kommunikationskanäle offen gehalten. Okay. Oh, rechts bauen sich auch wieder hohe Berge auf. Ich sehe es, ich sehe es. Wir donnern direkt auf Berge zu, ja. Da kann man, glaube ich, vorbeifahren. Können wieder den Kurs nach Westen aufnehmen. Aber wir müssen gleich anlegen, weil es wird dunkel. Okay, dann hole ich schon mal mein Bett raus. Das wär's noch, Boote mit Betten. So als Luxus. Huch, jetzt habe ich dein Boot umgefahren. Karge Gegend, aber zum Schlafen reicht's. Zum Schlafen reicht's. Ich kann mein Bett nicht aufbauen. Auch nicht. Ah, doch Oh, doch. jetzt. Bob. Oh. Wir wollen doch nur Du kannst nur nachts schlafen. schlafen. Ich stelle aber eine Nachtfackel auf, weil ich Angst habe im Dunkeln. Na gut. So, okay. Und ab in mein Boot. Bob. Jip. Und wir Und fahren weiter weiter. Richtung Westen. Richtig. Irgendwann müssen noch die Berge mal aufhören. Das heißt doch der goldene Westen. Dementsprechend muss dort doch ein Tafelberg sein mit Gold drinne. Richtig. Da sitzt ein Drache. Siehst du ihn? Was, ein Drache? Da, der Berg. Wo bist du denn? Ich bin weitergefahren nach Westen. Wo bist du hin? Bist du in die falsche Richtung gefahren? Nö, ich bin Richtung Westen unterwegs. Das kann nicht sein, weil ich bin Richtung Westen unterwegs. Ich fahr da gerade auf den Berg zu. Auf so einen einzelnen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin so von einem kleinen Berg, der vor. Bist du? Ach, da hinten bist du. Du bist hinter mir. Ich bin schon weiter vorne gewesen. Echt? Ja, komme jetzt auf dich zu. Interessant. Zack. So. Weiter Richtung Westen. Ja, das war wieder so ein Zeitphänomen.
Jetzt sind wir wieder auf dem offenen Meer. Jo. Wir halten Kurs. Man muss sagen, hier sind viele große Meerregionen. Oh ja. Wir sind auf jeden Fall in fernen, fernen Ländern, wo wir irgendwann mal ankommen. Wassertempel voraus. Jo. Wir fahren direkt drüber. Das heißt, wir werden gleich verflucht. Ja, außer wir umschiffen ihn. Krass, ey. Ja. Ah, die bösen Wächterviecher. Oh, wir sind gleich weit genug weg. Das Land. Also ich bin nur schief, da wahrscheinlich andersrum als du, oder? Ich bin links vorbei. Genau, ich bin rechts vorbei. Das links von dir müsste eine Insel sein. Und halte wieder direkt auf Westen zu. Ja. Ah ja, rechts von mir bist du. Jipp. Ja. Interessant, interessant. Doch, doch. Geht so eigentlich. Ja. Sind wir doch schon eine Zeit unterwegs? Ja. Sechs Folgen bestimmt schon, oder? Ja, ja. Ich meine, Neta, da war doch ein bisschen Action. Ein paar Festungen, die wir entdeckt haben. Ja. War in der Oberwelt. War noch nicht so das richtig Spannende. Wenn man jetzt sagt, boah. Das hat sich gelohnt. Genau deswegen machen wir das Ganze eigentlich. Aber irgendwann müssen auch wir mal Glück haben. Richtig. Irgendwann. Okay, da ist wieder ein Fichtenwald. Fichti, Fichti. Nun schiffe ich mal links. Jupp, ich auch. Ein großer Fichtenwald. Oh ja, das sind jetzt die fetten Bäume. Ah, Fichtenwälder, könnte es vielleicht so Fichten, so Bahndörfer geben. Vielleicht irgendwo. Ah, es ist hier so ein richtig großer Fichtenwald. Aber mit dem Dings, mit den. Mit dem Boden. Du musst auch. Stein drin, ja. Genau. Ja, wollen wir denn an Land und weiter durchreisen oder? Ja, oder? Nein, ich muss umfahren könnte etwas länger dauern, oder? Okay, dann docken wir hier an. So. Pfeil und Bogen zur Hand. Wir erkunden das Land. Dass wir hier noch überfallen werden. Stimmt. Irgendwelche Wegelager. Hunde? Was? Hunde? Hunde gehört. Wo? Irgendwo. Und gebellt. Bleatsche, bleatsche, platsche. Wir haben einen auf der Klatsche. Ach, ein bisschen nur. Ein bisschen. Ich meine, wir sind verrückt, wie lange wir da schon rumrennen. Ja. Wir wissen nicht mal für was eigentlich. Oh. Was hast du gesehen? Das gibt's ich bin hier fast in der Höhle reingefallen. Oh. Ja. Hallo. Hallo. Wie, das war's jetzt schon wieder hier mit Festland oder was? Echt? Ist das schon alle? Ein Anschein nach, ja. Huch. Na gut, wir könnten links lang gehen, oder? Ja. Oder wir fahren einfach wieder weiter. Na gut, dann sind wir mal nicht so vor, machen wir nochmal weiter. Genau. Also wir sind jetzt vom Falkenstein 25.098 Meter entfernt.
Ja, das wird eine lange Rückreise. Ja. Wahrscheinlich werden wir dort für immer bleiben. Meinst, wir gründen dort was Neues? Und eine neue Zivilisation aufbauen. Genau. Wir bauen dann das Zwei-Elben-Land dort an. Ja, genau, wir sind ja nur noch zwei. Genau. Oh, ich ahne Schlimmes. Ja, ich hab's gesehen. Du hast nur noch im Stand gerudert. Da ist ein Baum. Das ist ja ein Traum. Ein Traum von einem Da sind Germknödel. Dschungelbäume. Dschungel? Aber ist nicht in der Nähe vom Dschungel mal eine Wüste? Könnte sein, ja. Bum, bum. Ja, es war scheinbar nur ein großer See. Na gut. Wobei, wir können, glaube ich, da vorbeifahren. Hier links, oder? Noch da? Wo bist du denn? Ich bin jetzt, ich folge dir quasi. Ah ja, da. Ich bin hier. Wir können hier durch. Na dann. Dann fahren wir weiter. War ein Irrglaube. Wir können Er ja aber sagt in rüber. die Map. Ja gut, man kann nur in einem großen Bogen herum, aber ich glaube, das hängt hier alles zusammen. Oder wir fahren wieder in die andere Richtung. Oder wir gehen drüber. Ich würde sagen, wir gehen drüber. Von hier kommen wir jetzt direkt in den Birkenwald. Pfeil und Bogen wieder zur Hand. Hey, Kakaobohnen, juhu. Jetzt hat es mich so zurückgesetzt, dass ich kurz verkehrt gestanden bin. Ja. Doch. Zack. Hier hinten. Ich sehe dich. Oh weia, oh weia, oh Oh weia. weia. Und hopp. Oh. Hat nicht ganz funktioniert. Ins Wasser gefallen. Wieder Wasser. So. Die Map sagt, da kommt wieder bald ein Gebirge und Fluss. Wir können ja durchfahren. Na dann. Frage ist nur, Spannend. wohin? Das werden wir sehen, wo wir hinkommen. Und wie weit. Hey, Doch, fertig. das war's. Das war's. Komm her, du blödes Boot. Rote Rosen. Rote Rosen aus Athen. War so ungefähr. Aus Rosenheim. Rosenheim. Ui. So. Oh, Delfino, ich sehe da hinten Savanne. Echt? Siehst du Ja. Savanne? Savanne ist ja nicht so schlecht. Da könnte es dann angrenzend was geben vielleicht. Dann schnell hin. Oh, hier ist Lava. Lava, lava. Ja, hier ist Savanne. Und wir sollten hier schlafen, oder? Ja. Okay, Savanne ist schon mal sehr gut. Ja, genau. Ja, Also nicht sehr da gut, könnten aber. wir Chancen haben. Beide Bogen und weiter.
Oh. Na, kommt ruhig raus, ihr Idioten. Schauen wir mal, was sagt die Karte. Eure Punkte hole ich mir trotzdem noch. Sieht man da irgendwas? Nee. Du bist unten, oder? Ich komme wieder hoch. Bin ja nicht lebensmüde. Ja. So, da bin ich. So, was sagt denn die Karte? Nicht viel, ich habe geschaut, wo ich irgendwas sehe. Irgendwelche Dörfer oder so. Man kann mal da rauf. Da hinten ist Wüste. Was? Wüste? Hinter den Bergen. Bei den sieben Zwergen. Gibt es Sand und allerhand. Unbekanntes Entdeckerland. Juhu. Okay, also Wüste und Savanne. Savanne. Das kann doch nur gut sein. Hoffentlich. Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Da sind lebende Menschen. Da hinten. Da. Da. Delfino da. Da geradezu. Da leben Menschen. Da leben Menschen. Hoffe ich. Ich nehme vielleicht eine Fackel als Zeichen. Nee, ein Stück Fleisch als Zeichen meiner. Och, das ist alles von. Ja, ein Dorf, ein neues Dorf. Meiner Freundschaft. Im Frieden kommen. Vielleicht sollte ich eine Blume in die Hand nehmen. Hab leider keine. Ein Steak. Ein Steak. Steak hilft auch. Wir haben Steaks. Hallo, jemand hier? Hallo? Ist da jemand? Hallo? 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 Jemand zu Hause? Oh, ich höre jemanden. Hallo, 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 hier, huhu. Hallo, ich bin der Tomcat, komme aus Falkenstein. Noch nie von gehört? Ja, ich habe hier ein Stück Fleisch. Kannst du essen? Das schmeckt bestimmt, oder? Ach, ihr seid Veganer, okay. Echt? Das wusste ich nicht, tut mir leid. Darf ich hier rein? Darf ich nicht? Okay. Endlich mal ein Dorf, Zivilisation, nett. Es stimmt, wir haben wenigstens etwas gefunden. Genau, und dann sollten wir zum Brunnen gehen und das gleich mal markieren. Jo. Und sagen, das ist jetzt unser Dorf. Genau. Aua. Zum Brunnen. Aua. Au. Zeit zurückgesetzt. Ist da der Brunnen? Hier. Hiermit ernennen. Wie wollen wir das Dorf nennen? Oh, Essen. Wir verhungern nicht, Gott sei Dank. Ja, Essen gibt's ja eine Menge. Ja, wie nennen wir das Dorf denn hier? Hallo? Hallo? Hat das Dorf einen Namen? Herr Bibliothekar? Nicht? Nicht? Naja, gut. Es gibt Pferde. Pferde! Oh, wir sind ja göttlich. Das ist ein super schön. Dorf, oder? Das ist ein tolles Dorf, ja, das gefällt mir. Essen, Pferde, Schafe. Die haben Schafe, die haben Pferde. Ja, ich würde mir direkt mal hier ein Haus nehmen, so. Schafe haben die auch, ja? Ja, also ich habe Schafe gesehen bei den Pferden. Wird jetzt meine Wohnung. Ich markiere das Dorf auf jeden Fall mal als Dorf. Ja, auf jeden Fall. Dorf, neue Welt. Frage ist nur, wie nennen wir es? Das ist die Frage der Nation. So, dann kann ich mir gleich mal eine Truhe bauen. Ja, flächenmäßig auch ganz groß, das Dorf. So, okay. Dann kann ich ja hier eigentlich mal mein Bett hinstellen. Dann brauche ich natürlich jetzt aber. Hast du eine Schere? Ich brauche ein neues Bett. Schere habe ich, ja. Oder kannst du ja mal bei Wolle besorgen. Sag dir, waren Schafe. Ja, Alter, da. Ah, hier.
Genau hier. Und hast schon drei Wolle? Ich schnipsel mal alles weg. Ich brauche noch mehr, oder? Na, ich brauche eigentlich nur drei für ein Bett. Weil ich habe ja mein Bett jetzt hier stehen lassen. Ja, darum meine ich ja, brauche noch mehr, wenn ich meins auch stehen lasse. Achso, okay. Hm. Ich brauche ein Schaf noch. Ein Schaf, was in der Wolle hergibt. Oh, dann kann ich gleich hier mal drei Schilder machen. Da ist ein Stück Weg. Mit Holz drinnen. So, Delfino, du willst bestimmt dann das Haus hier gegenüber haben, oder? Ja. Zumindest so als Zwischenlager. Als Rastplatz. Okay, ja. Dann mache ich da dein Schildchen dran. Wenn man drauf wartet, dann essen die nichts. Hier wohnt Tomcat. Heute haben wir den 04. April 2017. So, und ein Schild am Brunnen machen wir noch dran. Mhm. Wie nennen wir das Dorf jetzt? Ja. Das ist in der neuen Welt. Neu. Und das ist in der Savanne, beziehungsweise in der Wüste. Mhm. Also. Ach, ich nenne es jetzt einfach Sandesburg. Okay. Sandesburg. 04 April 2017. Name kann ja noch angepasst werden. Genau. Sandesburg, fertig. Icon ist ein Haus. Haus, habe ich gesagt. Okay. So, dann zurück zu meiner Bude. Meine Bude ist ja hier hinten. So, hast du schon ein neues Bett gebaut? Ich habe keine Holz. Hast du Holz? Ja, sicher. Da. Achso, du brauchst nochmal drei, ne? Mhm. Dann mache ich gleich beide Betten. So. Bett drin oder wie? Ja. Nee. Aber jetzt. Genau, perfekt. So. Jupp. Okay, dann würde ich jetzt mal versuchen, ein Pferd zu zähmen, oder? Mhm. Könnt ihr jetzt einmal Gott sei Dank auch mit dem Boot mitnehmen? Du siehst gut aus, sagst du? Mhm. Komm, sei brav. Genau. Es hat mich gern. Brauchst du einen Sattel? Mhm. Oder hast du einen? Wo? Zack, hat sogar eine Rüstung. Nordpferd. Das ist etwas widerspenstiger. Aber jetzt. Mhm. Oh, da ist aber ein schön schnelles, wa? Ja, das merke ich auch gerade. Alles geht so. Alles geht ab. Okay,
Dann untersuchen wir hier mal die Savanne bzw. nähere Umgebung, oder? Ich meine, die Sonne geht langsam unter. Oh, dann ist auch die Folge. Oh ja, Folge ist dann auch schon vorbei. Folge ist aus. Ach komm, dann schlafen wir bei uns in der schönen Stadt. Genau. In der neuen schönen Sandesburg. Na, dann übernachten wir hier noch und dann können wir von hier aus die Gegend noch ein bisschen erkunden. Genau. Schön hier bleiben, Pferdchen. Schön hier bleiben. Genau. So, ja, dann sage ich schon mal von dieser Stelle aus bis zum nächsten Mal. Genau. Auch von mir bis zum nächsten Mal. Ja, und tschüssi, was? Tschüss.